Wir sind auf der Landstraße von Baldmannsweiler Richtung Esslingen. Dort ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und in einer kleinen Waldschonung dann zum Stehen gekommen. Alarmiert wurden wir eben zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zusammen mit der Feuerwehr und den First Respondern aus Baldmannsweiler. Beim Eintreffen stellte sich die Lage so dar, dass die Person nicht eingeklemmt im Fahrzeug war, aber nicht direkt zugänglich war, da das Fahrzeug eben in einem Gebüsch steckte. Der Fahrer hat einen Schlaganfall erlitten und deswegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Fahrer ist nach notärztlicher Versorgung in das Krankenhaus nach Esslingen gekommen, die dortige Spezialabteilung für Schlaganfallpatienten. Vom Rettungsdienst waren hier 4 Fahrzeuge mit 9 Einsatzkräften vor Ort. Ersteintreffend waren die First Responder aus Baldmannsweiler, ein Rettungswagen und ein Notarzt.